Mit täglich fast 500.000 Reisenden und bis zu 2.000 Zugabfahrten ist der Frankfurter Hauptbahnhof vor dem Münchner und hinter dem Hamburger Hauptbahnhof der zweitstärkst frequentierte Bahnhof Deutschlands. In diesem Video möchte ich euch kurz und kompakt den Zugverkehr an diesem Bahnhof samt der eingesetzten Fahrzeuge im Fahrplanjahr 2022 vorstellen. Wir beginnen mit dem Fernverkehr, der bis auf wenige Ausnahmen auf den Gleisen 4 bis 13 anzutreffen ist. Um das Video kompakt zu halten, werden beim Fernverkehr keine Verstärkerleistungen erwähnt. Stündlich verkehrt ein ICE aus dem Südwesten Deutschlands nach Berlin. In der einen Stunde handelt es sich dabei um einen der Linie 11 von München über Stuttgart, Frankfurt und Leipzig, in der anderen um einen der Linie 12 von Basel über Karlsruhe, Frankfurt und Braunschweig, wobei sich beide Linien zwischen Mannheim und Fulda zum Stundentakt ergänzen. Die Linie 12 ergänzt sich zudem ab Fulda mit der Linie 13 zum Stundentakt, die zwischen dem Frankfurter Flughafen und Berlin pendelt. Hinzu kommt noch der zweistündige ICE Sprinter Frankfurt-Berlin mit Halt nur in Erfurt und Halle. In der Summe gibt es so in jeder Stunde zwei ICEs zwischen Frankfurt und Berlin. Auf den Linien 11 und 12 verkehren zwölfteilige ICE-4-Triebwagen. Auf die Linie 13 hauptsächlich neunteilige ICE-1 und vereinzelte ICE-T. Die Linie 15 kommt mit einem bunten Misch aus ICE-1, 3, 4 und T daher. 1er und 4er verkehren dabei in der verkürzten Variante. Nach Leipzig entsteht zudem ein Stundentakt durch die Überlagerung der Linie 11 mit jener der Linie 50, die im 2-Stunden-Takt von Wiesbaden nach Dresden verkehrt und etliche Halte mehr bedient. Hier verkehren ICE-T-Triebwagen. Gen Hamburg wird stündlich eine Direktverbindung angeboten. Sie besteht aus den beiden zweistündigen Linien 20 Zürich-Hamburg und 22 Stuttgart-Hamburg, beide mit ICE-4, letztere vereinzelt noch mit ICE-1, wobei auf der Linie 20 bevorzugt die neuen 13-teiligen XXL-ICEs unterwegs sind. Zwischen Karlsruhe und Hamburg ist zusätzlich auch die Linie 26 unterwegs, die aber 90 Minuten länger unterwegs ist und 15 Unterwegshalte mehr besitzt, da sie meist nicht über die Hochgeschwindigkeits-, sondern über die Altbaustrecken verkehrt, um so etliche weitere Städte fernverkehrstechnisch anzubinden. Sie verkehrt ebenfalls im 2-Stunden-Takt und mit ICE-T-Triebwagen. Bis Heidelberg ergänzt sich diese mit der Intercity-Linie 62 zum Stundentakt. Diese fährt nach Stuttgart und meist darüber hinaus bis München sowie weiter nach Österreich. Hier kommen noch IC1-Garnituren mit 101er E-Loks zum Einsatz. Ein Zugpaar ist auch als Taurus-Sandwich mit ÖBB-Wagen unterwegs. Nach München gelangt man aber auch stündlich über Nürnberg mit der Linie 41 Dortmund-München, die als einzige Frankfurter Fernverkehrslinie stündlich verkehrt und auf der ICE-3-Triebwagen unterwegs sind. Gen Köln kommen die zweistündigen ICE-Linien 78 Frankfurt-Amsterdam und 79 Frankfurt-Brüssel hinzu, die beide ebenfalls mit ICE-3-Triebwagen verkehren und zusammen mit der Linie 41 einen ungefähren Halbstundentakt bilden. Außerdem verkehrt ohne festen Takt die Linie 49 Frankfurt-Köln mit Halt an allen Unterwegsbahnhöfen entlang der Schnellfahrstrecke. Auf ihr teilen sich ICE-3 und ICE-Velaro-Züge die Leistungen. Zudem gelangt man auch über Koblenz oder über Siegen nach Nordrhein-Westfalen. Über Koblenz gelangt man mit der zweistündigen ICE-Linie 91 Wien-Dortmund mit ICE-T-Triebwagen, wobei auf den in den Tagesrandlagen nur innerhalb Deutschlands verkehrenden Leistungen auch ICE-Einsatz im Einsatz kommen können. Über Siegen verkehrt die zweistündige Intercity-Linie 34 Frankfurt-Münster, auf der Intercity 2 Garnituren mit E-Loks der Baureihe 147 unterwegs sind. In keinem dichten Takt, jedoch ebenfalls im Durchschnitt etwa alle 2 Stunden, fahren Fernzüge nach Paris. Es geht dabei immer entweder über Saarbrücken oder über Straßburg. Eingesetzt werden entweder ICE-Velaro-Züge oder die französischen TGV-Züge. Zu diesen regelmäßig verkehrenden Linien kommen noch zahlreiche Abweichungen, Verstärker und Verlängerungen hinzu, die in dieser Kompakt-Doku nicht alle erwähnt werden können.
Nennenswert ist aber die Tatsache, dass man von Frankfurt aus auch täglich nach Westerland auf Sylt, über Rostock nach Stralsund, über Lyon nach Marseille, durch die Schweiz nach Mailand, über den Bodensee nach Innsbruck und über Ljubljana nach Zagreb reisen kann, ebenso wie zweimal wöchentlich nach Budapest. Machen wir jetzt weiter mit dem Nahverkehr, bei dem bis auf die S-Bahn alle Züge in Frankfurt beginnen bzw. enden. Alle zwei Stunden verkehrt ein Regionalexpress der Linie 13, der Frankfurt über Gießen und Marburg mit Kassel verbindet. Er setzt sich aus 7 modernisierten Doppelstockwagen der 3. und 4. Generation, sowie E-Loks der Baureihe 146.3 zusammen. Ergänzt wird er durch den RE 98, der aber ab Kirchheim überall hält und so deutlich länger bis Kassel benötigt. Der RE 98 führt außerdem bis Gießen immer einen Zugteil als RE 99 nach Siegen mit. Betrieben werden beide Linien von der Hessischen Landesbahn mit FLIRT 2 Triebwagen. Hinzu kommt der öfter haltende Mittelhessen-Express, bestehend aus einem zweistündigen schnellen und einem zweistündigen langsamen Mittelhessen-Express, die sich zwischen Frankfurt und Gießen in ihrer Haltepolitik unterscheiden und sich ab Gießen zum Stundentakt ergänzen. Sie verkehren mit Triebwagen der Baureihe 442 und werden immer in Gießen in die Linien RB40 nach Dillenburg und RB41 nach Treisa aufgeteilt. Dabei ergänzen sich der RE30, der RE98-99, der schnelle Mittelhessen-Express und die ICE-Linie 26 bis Gießen zu einem 30-Minuten-Takt. Im Berufsverkehr kommen hier etliche Verstärker hinzu, die von Frankfurt aus bis Gießen oder Marburg verkehren und meist aus Doppelstockwagen mit 146ern bestehen. Zuletzt gibt es in dieser Richtung noch die RB34 nach Glauburg-Stockheim. Sie verkehrt im Stundentakt mit Triebwagen der Baureihe 642. Im Berufsverkehr ist diese Linie sogar halbstündig unterwegs. Dann gibt es auch zwei Verstärker mit 4 Doppelstockwagen und einer Diesellok der Baureihe 245. Die nachmittäglichen Verstärker fahren bis Bad Vilbel dabei gemeinsam mit den Verstärkern der sonst nicht ab Frankfurt verkehrenden Linie RB 48 nach Nidda. Morgens fahren die Züge beider Linien getrennt nach Frankfurt. Neben den zwei Dosto-Verstärkern gibt es auf der RB 48 auch noch einen weiteren Verstärker, der von der HLB mit 646 Triebwagen verkehrt. Viele interessante Verstärker gibt es auch im Kinzigtal, das heißt den Zügen in Richtung Fulda, womit wir jetzt bei den Zügen gen Hanau angekommen wären, die immer auf den Gleisen 4 bis 13 abfahren. Im Stundentakt verkehren ein Regionalexpress der Linie 50 nach Fulda und eine Regionalbahn der Linie 51 nach Wächtersbach. Auf beiden Linien kommen dieselben Garnituren wie auf dem RE30 zum Einsatz, allerdings mit nur 6 Wagen. Außerdem übernehmen neben 146.3ern hier auch von der MLCE angemietete Vectrons, ebenso wie einige letzte 114er Leistungen. Beide Linien fahren im Berufsverkehr zweimal pro Stunde, dann allerdings zum Teil mit etlichen Fernverkehrsüberholungen auf der vielbefahrenen Strecke. Die Verstärker der Linie 51 fahren außerdem zum Teil nur mit 4 Wagen. Gleiches gilt für den viermal täglich verkehrenden RE5, einen besonders schnellen RE zwischen Frankfurt und Bebra, der ebenfalls nur aus 4 Wagen besteht. Auch zwei RE50 fahren über Fulda hinaus nach Bebra und zwei RB51er verkehren über Wächtersbach hinaus nach Bad Soden-Saalmünster. Da die Strecke nach Fulda im Berufsverkehr echt stark nachgefragt ist, gibt es neben den Verstärkern allerdings auch noch Zugverlängerungen. Hierbei werden dann 3 Garnituren um 2 bis 3 Wagen und eine weitere Lok ergänzt. Die längste von Frankfurt ausgehende Linie ist der RE54, der unter dem Namen Main-Spessart-Express alle 2 Stunden nach Bamberg verkehrt und bis Würzburg vom RE55 zum Stundentakt verdichtet wird. Dabei fährt der RE54 immer über Maintal nach Hanau und der RE55 über Offenbach. Zu Schwachzeiten fahren alle Züge als RE54 und zur Hauptverkehrszeit alle als RE55. Hinzu kommen am Wochenende 2 zusätzliche Freizeitexpress-Frankenland-Züge nach Bamberg, die dann zwischen Schweinfurt und Gemünden eine Direktverbindung nutzen.
Eingesetzt werden Twinex Doppelstocktriebwagen der Baureihe 445 in Einfachtraktion. Im Berufsverkehr sind es bis Aschaffenburg oder Würzburg auch Doppeltraktionen. Wie auf der Karte möglicherweise schon zu erkennen war, hält der nordmainische RE54 überall. Da dieser meist nur alle 2 Stunden fährt, gibt es immer in der Stunde, in der ein RE55 ab Frankfurt fährt, einen zusätzlichen RB58-Zug über die nordmainische Strecke, der sich dann mit dem RE54 bis Hanau zum Stundentakt ergänzt. Alle anderen RB58-Leistungen, die bis nach Aschaffenburg oder Laufach fahren, können wegen fehlender Kapazität am Hauptbahnhof nur in Frankfurt Süd halten und verkehren deshalb zwischen Rüsselsheim-Opelwerk und Laufach. Auf der RB58 ist die HLB mit 1440 Triebwagen unterwegs. Hinzu kommt noch alle 2 Stunden der RE85 über Hanau in den Odenwald. Von Montag bis Freitag heißt der Zielbahnhof Großumstadt-Wiebelsbach, am Wochenende Erbach. Die Linie ist in Frankfurt umsteigefrei durchgebunden auf die RB82, die ebenfalls in den Odenwald fährt, allerdings über Darmstadt-Nord und Oberramstadt. Ihr Zielbahnhof heißt immer Erbach, im Berufsverkehr vereinzelt auch Eberbach. Beide Linien verkehren grundsätzlich im 2-Stunden-Takt und im Berufsverkehr im Stundentakt. Hinzu kommt noch ein RB86-Verstärker nach Großumstadt-Wiebelsbach, der nordmainisch fährt. Das Odenwaldnetz wird von der Vias mit 615er Triebwagen betrieben. Einzige Ausnahme ist die RB86, die mit 622ern unterwegs ist. Mit der RB82 hat sich dann bereits unsere nächste Richtung angedeutet, nämlich jene in Richtung Süden. Bevor wir uns mit dem Zugverkehr in Darmstadt befassen, betrachten wir noch die stündliche RB61 nach Dieburg. Diese sogenannte Dreieichbahn ist mit Pesa-Link-Triebwagen der Baureihen 632 und 633 unterwegs. Ein morgendlicher Verstärker wird von der Vias mit 615ern betrieben. Nun aber zu den Zügen nach Darmstadt, bei denen ein Halbstundentakt angeboten wird. Dabei handelt es sich immer im Wechsel um einen gemeinsamen RB67-68-Zug nach Heidelberg mit Zugteil nach Schwetzingen, der ab Darmstadt überall hält, und einen RE60 nach Mannheim, der eben nicht überall hält. Die RB68 fährt von Montag bis Freitag meist weiter bis Wiesloch-Walldorf. Die RB67-68 verkehrt logischerweise immer mit 2 Triebwagen, während der RE60 außerhalb des Berufsverkehrs einzeln fährt. Zum Einsatz kommen Twindex-Triebwagen der Baureihe 446, die sich von den Würzburger Kollegen der Baureihe 445 durch den höheren Einstieg unterscheiden. Dieses Main-Neckar-Ried-Express-Netz umfasst auch noch den RE70, der stündlich über das Ried nach Mannheim verkehrt und bis auf die HVZ in Einfachtraktion unterwegs ist. Dieser fährt dann auch nicht mehr wie die Darmstädter Züge aus dem gleichen Bereich 4 bis 13, sondern aus dem Bereich 16 bis 24, damit wir bei der nächsten Ausfahrtsrichtung angekommen sind, die gen Frankfurt Stadion verläuft. Diese Züge sind genau wie die gen Frankfurt Höchst entweder auf Gleis 16 bis 24 oder auf Gleis 1 bis 8 anzutreffen. Zurück zu den eigentlichen Zügen. Hier verkehren die beiden zweistündigen Linien RE2 nach Koblenz und RE3 nach Saarbrücken, die sich bis Mainz zum Stundentakt ergänzen. Beide Linien werden im Berufsverkehr zu einem groben Stundentakt verstärkt. Hinzu kommen noch Verstärker der Linie RB31 nach Alzey. RE3, RB31 und die RE2 Verstärker werden von Flex mit 620 und 622 Triebwagen gefahren, während der RE2 zum Südwestexpress kurz Süwex-Netz gehört, das mit Flirt 3 Triebwagen betrieben wird. Neben dem RE2 fahren auch noch die Süwex-Linien RE4 und RE14 ab Frankfurt. Der RE14 verkehrt im Stundentakt über Mainz und Worms nach Mannheim und wird vom RE4 bis Mainz zum Stundentakt verstärkt. Während der RE4 von Frankfurt aus fahren in Mainz endet, kommt er in der Gegenrichtung immer bereits aus Karlsruhe. Auch hier kommen für 3 Triebwagen zum Einsatz, weil es im Berufsverkehr auch für 25er oder Flex-Triebwagen geben kann. Außerdem fahren diese Züge bereits in Richtung Frankfurt Höchst, damit wir bei der nächsten Richtung angelangt werden. Während der RE2 linksrheinisch nach Koblenz verkehrt, fährt die RB10 der Vias rechtsrheinisch. Sie ist im Stundentakt unterwegs und hat den Zielbahnhof Neuwied. Im Berufsverkehr herrscht bis Koblenz ein 30-Minuten-Takt, außerdem gibt es 7 RE9-Verstärker nach Eltville, die nicht über den Wiesbadener Hauptbahnhof fahren.
Es kommen Flirt-1-Triebwagen zum Einsatz, auf dem RE9 zu etwa 50% auf 1440er der HLB. Nach Limburg gibt es ebenfalls eine stündliche Verbindung, die durch die RB22 hergestellt wird. Sie fährt im Berufsverkehr halbstündig und wird dann zusätzlich durch den viermal weniger haltenden stündlichen RE20 ergänzt. Diese Züge fahren alle mit 5, im Berufsverkehr zum Teil sogar mit 6 Doppelstockwagen und E-Loks der Baureihe 146.1. Ebenfalls überhöchst fahren auch die Züge der Linie RB12, die meist im Halbstundentakt unterwegs ist und nach Königstein fährt. Hier setzt die HLB Dieseltriebwagen der Baureihen 609.0 oder 648 ein. Mit selbigen Fahrzeugen fahren auch die HVZ-Verstärker der RB15 nach Gräfenwiesbach oder Brandoberndorf, die im Berufsverkehr zusätzlich ab Frankfurt fahren und zum Teil umsteigefrei mit der RB12 zusammenhängen. Ebenfalls oben aus der Bahnhofshalle verkehrt auch noch die S7 der S-Bahn Rhein-Main. Bis auf einzelne S1, S2 und S8 Verstärker halten alle weiteren S-Bahnen im Tiefbahnhof auf den Gleisen 101 bis 104. Das Netz der S-Bahn Rhein-Main umfasst die Linien S1 Rödermark-Oberhoden-Wiesbaden Hauptbahnhof, S2 Dietzenbach-Niedernhausen, S3 Darmstadt Hauptbahnhof Bad Soden, S4 Langen-Kronberg, S5 Frankfurt-Süd-Friedrichsdorf, S6 Frankfurt-Süd-Friedberg, S7 Frankfurt Hauptbahnhof Riedscheid-Gottelau, S8 Offenbach-Ost-Wiesbaden Hauptbahnhof und S9 Hanau Hauptbahnhof-Wiesbaden Hauptbahnhof. Grundsätzlich fahren alle Linien im 30-Minuten-Takt. Auf S1, 2, 5 und 6 kommt es aber auch tagesabhängig zu einem 15-Minuten-Takt auf Teilabschnitten. Außerdem bilden S3 und 4 sowie S8 und 9 jeweils einen 15-Minuten-Takt auf den gemeinsamen Abschnitten. Die S8 verkehrt im Berufsverkehr zudem weiter bis Hanau. Zum Einsatz kommen auf der S2 bis 6 Triebwagen der Baureihe 423 und auf der S1, 8 und 9 430 Triebwagen. Auf der nur außerhalb des Stammstreckentunnels verkehrenden S7 sowie auf den S8 Verstärkern zwischen Hauptbahnhof und Flughafen kommen modernisierte Triebwagen der Baureihe 425 zum Einsatz. Zuletzt halten am Frankfurter Hauptbahnhof auch noch Stadtverkehrsmittel, genauer die U-Bahn-Linien 4 Bockenheim-Rathe-Enkheim und 5 Hauptbahnhof Preugesheim, sowie die Straßenbahnen der Linien 11 Höchstzug-Schwertstraße Fechenheim-Schießhüttenstraße, 12 Schwanheim-Rheinlandstraße Hohe-Junkersstraße, 14 Mönchhofstraße Bornheim-Ernst-Mai-Platz, 16 Ginnheim-Offenbach-Stadtgrenze, 17 Rebstock-Bad Neu-Isenburg-Stadtgrenze und 21 Niedkirche-Stadion-Straßenbahn. Damit wäre ich noch am Ende dieser Kompakt-Doku angekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.